unter dem Begriff der Spinalkanalstenose verstehen wir eine Einengung des Spinalkanals, das heißt eine Einengung der Nervenfasern, die für die Beweglichkeit und das Gefühl der Beine zuständig sind. Klassischerweise beschreiben uns die Patienten eine Abnahme ihrer Gehstrecke, das heißt der Aktionsradius der Patienten wird immer geringer, sodass sie im Laufe der Zeit auch teilweise komplett ans Haus gefesselt sind. Sie trauen sich nicht mehr, das Haus zu verlassen, weil sie nur noch wenige Schritte gehen können. Und dadurch nimmt einfach die Lebensqualität stark ab. Die Behandlung der Spinalkanalstenose ist primär eine konservative Behandlung mit Physiotherapie, mit Aufrichtung der Wirbelsäule, Kräftigung der Muskulatur. Wenn die Einschränkung oder die Einengung der Wirbelsäule aber so stark ausgeprägt ist, dass die konservative Therapie nicht mehr greift, dann kann man diesen Patienten in aller Regel mit einem sehr kleinen Eingriff helfen, indem man einfach den Spinalkanal wieder erweitert und das Gewebe, was die Einengung hervorruft, dort operativ entfernt.